Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Bei einem Zapdos Raid. Ich habe hier ein paar Alola-Eier am Start. Das sind aber die alten. Die muss ich erstmal wegbrüten, bevor die neuen kommen. Aber vielleicht haben wir ja auch hier Glück. Also Sandern brauche ich schon mal nicht. 6, 6, 9, nicht ganz. Die 9 und die 6 müssen umdrehen. 6, 9, 6 war es, glaube ich. Aber egal. Ja, Zapdos am Start. Ihr wisst ja, an Arktos habe ich eigentlich kein Interesse. Für den Kleinen vielleicht. Mal. Also für den Kleinen auf jeden Fall, aber für mich nicht. Und Lavados muss eigentlich auch nicht sein. Aber ist ja auch nur eine Woche mit den Vögeln. Mewtwo, da geht's dann ab. 253, nee, 266 wäre es gewesen. Oh, habe sogar recht viel am Start hier. Und oh, Sandern leider nicht. So, jetzt haben wir Platz. 5 müssen es gewesen sein. 4, okay. 4, das heißt, wir öffnen mal ein paar Geschenke. Am besten von außerhalb, damit es auch noch Kilometer gibt. So. Nicht jedes Geschenk, oh, okay, wollte ich sagen, gibt automatisch ein Ei. Und dadurch, dass man nur 20 Geschenke am Tag öffnen kann, ja, ist man ziemlich limitiert, was die Eier angeht. So. 3 braucht man noch. Shoutout an Birgit, das ist Birgit übrigens hier. Und sie hat mir ein Ei gebracht. Okay, das sieht ja ganz gut aus. 2 Plätze haben wir noch. Wobei das eigentlich keine Rolle spielt, weil wir werden gar nicht so viele Eier jetzt, glaube ich, noch auslaufen, fertig laufen. Dass das eine Rolle spielen könnte. So. Grüße gehen raus an den Dom. Der hat mir leider kein Ei gebracht. So. Der Johnny aus Frankfurt, mit dem ich früher Yu-Gi-Oh! Gezockt habe. Von den United Pro Gamers. Shoutout an dich, Mann. Krasser Spieler geworden. Der hat mir leider auch kein Ei gebracht. Was ist denn hier los? Max von Boom. Grüße gehen auch raus an dich. Macht momentan Urlaub in Amerika. Der hat mir ein Ei gebracht, perfekt. Jetzt heißt es, einen Platz haben wir noch. So. Wen? Pumping Werner, alles klar. Ein Geschenk von dir. Hoffentlich mitten im Ei. Grüße gehen raus an Pumping Werner. Checkt seinen Channel ab, perfekt. Er hat mir ein Ei gebracht. So. Das heißt, wir können die direkt alle wieder füllen hier. So, bam, bam, bam und bam. Also die haben jetzt eine Chance auf ein Tauros oder allgemein ein regionales. Wünscht mir Glück, Leute. Und schreibt natürlich unten in die Kommentare, ob ihr schon ein paar regionale habt. Tauros, Kangama, Pogenta oder auch Pantimos. Das wäre richtig leidend. Aber jetzt geht's los mit dem Raid, glaube ich. Weil da jemand schon drin war. Thank you.
So, wir haben hier noch einen legendären Spezialtausch für euch. Ich kriege ein Kyogre. Oh, unbekannter Fehler. Und ich gebe einen Raikou. Bei mir ist ein unbekannter Fehler ständig. Ich bin drin. Warte mal. Ich gehe mal raus. So, nochmal laden. Fehler. Keine Freundesliste. Ich habe keine Freunde mehr. Keinen einzigen. Neuer Bug. Warte mal. So. Das liegt am. Jetzt, glaube ich. Ja. Yeah. Du wolltest Raikou, gell? Ah, ja, ja. Bitte. Wir geben her ein Raikou. Sogar. Ups. Ach, egal. 14,35 müsste er werden. Und unser muss natürlich. Er kann 29,10 werden. Ich weiß. Achso, nee, ich weiß es nicht. Ich habe einen anderen gefangen. Ich habe den ohne Wetterboost gefangen. Eben, du kannst nicht wissen. 23,28. Aber 29,10 mit Wetterboost. Was soll ich hoffen? 14,35 glaube ich aus. Natürlich hoffen wir erstmal auf Glücks. Ja, das war's erstmal von dieser Folge. Bisschen noch was gestern Nachmittag gemacht. Ein paar Zapdos Raids mitgenommen. Aber leider kein Shiny. Lavados habe ich auch gemacht. Leider kein Shiny. Ich habe endlich ein regionales gebrütet. Das war aber ein Porenta. Habe ich aber schon vertauscht. Ansonsten geht's heute erst richtig ab. Kann die ganzen neuen Eier brüten. Ein paar Raids machen. Und die Kanto-Pokémon fangen. Da sind ja eigentlich ein paar ziemlich geile Pokémon unterwegs. Chanerga, Nocturne, Kikli, Lapras, Galaxo und so. Für den Kleinen, dass ich mir das dann auf Glücks rübertauschen kann, hoffentlich. Ja, das ist so der Plan heute. Abgesehen davon folgt natürlich eine Folge Home Reacts. Checkt das auch auf jeden Fall ab. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.